Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Glatt hier gerade das Spiel. Nicht Pokémon Go, sondern Draconius Go. Hier könnt ihr sehen. Und ich vergesse immer die Musik auszumachen. So. Ich habe mir das jetzt angeschaut. Ich habe vor ein paar Tagen das Infovideo so einen kleinen Überblick über das Spiel gegeben. Hab seitdem gar nicht gezockt. Das Einzige, was ich mache, ist jeden Tag mich einloggen und auscashen. Das würde ich jedem empfehlen. Ich habe 10 Agen gesammelt. Ich weiß gar nicht, ob 10 das Limit ist oder ob es sogar mehr geht. Aber das reicht mir erstmal jetzt. Und da logge ich mich jeden Tag ein, cash mich aus. Ich habe gesagt, das Arena-System hat irgendwie so einen Zerfallmodus, wie bei uns. Dementsprechend, obwohl ich 10 Arenen habe, nur 70 Münzen pro Tag. Aber unter die 70 geht es nicht, also keine Ahnung, was da los ist, aber 70 jeden Tag ist auch gut. Nur für den Fall, dass das Spiel irgendwann einen Hype bekommt und das dann doch irgendwann jeder spielt. Sagen wir zum Beispiel in einem Monat, dann habe ich jetzt 30 mal 70. 2100 Münzen, einfach so. Falls ich dann mich entscheide zu spielen, dann kann es voll losgehen. Hab jetzt zum Beispiel fast 500. Mein Tipp. Hier zum Beispiel. Das habe ich vor kurzem erst erfahren. Das war eigentlich besetzt von einem Blauen. Ich bin rot, habe rot gewählt. Und hier alles rot gemacht. Das klingt so komisch, weil ich gelb eigentlich bin in Pokémon. Und ich habe hier alles rot gemacht. Das war die einzige Arena, die blau war. Und dieser Spieler ist jetzt in eine andere Liga gestiegen. Ich weiß nicht, ab 15 oder so. Das heißt, für mich ist die frei jetzt, weil ich unter Level 15 bin. Und er spielt dann in einer anderen Liga für ihn. Was halt meiner Meinung nach echt eine coole Idee ist. So haben Low-Level-Spieler die Chance, die Arenen zu besetzen. Und High-Level-Spieler trotzdem auch noch. Das war eines der größten Schwachpunkte im alten Arena-System. Shaven. Und halt das mit den Low-Level-Spielern, dass die halt keine Chance hatten reinzukommen. Mit dem alten WP-System und so. Also eigentlich haben die sich echt krasse Sachen überlegt. Das war halt, hätte Pokémon Go sowas, dann gäbe es auch einen Vorteil für Level 40 Spieler und so. Also die ganzen Level 40 Spieler, die sich beschweren, dass die sozusagen auf einer Stufe sind mit Level 5 Spielern oder so. Und Draconius Go hat sich da eigentlich echt geile Sachen überlegt. Aber ich will das Spiel jetzt eigentlich gar nicht hypen. Ich persönlich spiele das momentan nicht. Auch wenn hier sogar gerade ein Halloween-Event läuft. Aber ich bin mit Pokémon beschäftigt. Und mit anderen Sachen. Wie gesagt, nebenbei nur die Münzen einsammeln. Mal schauen, was passieren wird mit dem Spiel. Aber ein paar Neuigkeiten, die reingekommen sind. Und zwar hat Niantic gezeigt, dass sie nicht einverstanden mit dem Spiel sind. Und möglicherweise werden jetzt da rechtliche Konsequenzen folgen für Draconius Go. Also wir wussten ja nicht, ob das legal ist, ob die irgendeine Lizenz gekauft haben von Pokémon Go. Aber anscheinend ist es jetzt so, dass sie alles selber gemacht haben. Behaupten sie zumindest. Und da nichts von Pokémon Go übernommen haben, ihre eigene Software, ihren eigenen Algorithmus und so, alles kreiert haben. Und anscheinend hat sich jetzt Niantic im Apple Store oder Google Play Store beschwert. Und mal schauen, was da passieren wird. Also diese Draconius Go Leute meinten, dass sie da eigentlich rechtlich abgesichert sind, bevor die das Spiel entwickelt haben oder während die das entwickelt haben, haben sie mit ihren Anwälten und so geredet und die meinten, die sind da sicher. Also ich bin gespannt, wie ich jetzt herausgefunden habe. Es ist eine ukrainische Firma, die das macht. Also ich weiß nicht, ob da Niantic viel erreichen kann gegen die Ukraine. Und die meinten auch, Wettbewerb ist gut für das Spiel und so und für die Entwicklung. Was eigentlich stimmt. Also vielleicht ist das so ein Tritt in den Arsch für Niantic, den sie gebrauchen können, damit sie endlich mal ein paar neue Sachen bringen, ein paar gute Sachen. Wie gesagt, Draconius Go hat echt ein paar coole Aspekte. Echt ein paar richtig gut überlegte Sachen, von denen sich Niantic auf jeden Fall was abschauen kann und eine Scheibe abschneiden kann. Aber mal schauen, was mit dem Spiel passiert. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr das Spiel noch spielt. Ich weiß, vor allem für Dorfspieler ist es echt sehr interessant. Ich persönlich werde es, glaube ich, eher nicht spielen. Es sei denn, es kommt halt ein richtig großer Hype, wo echt jeder das spielt. Dann bin ich halt ein Mitläufer und zocke das auch. Aber das war's. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Draconius Go ist nicht Serious Business, glaube ich.